Hallo und willkommen zum Monorot-Tournament. Wir spielen mit Monorot, dem Team hier. Ja, und zwar ist das ein Monotype-Turnier auf meinem Discord. Monotype, ja, fast Monocolor-Turnier auf meinem Discord. Wir spielen diese Woche, ja, ich weiß nicht, wie lange das dauert. Wir spielen dieses Mal Monorot. Und das nächste ist Monoschwarz dran. Und ich werde mal einfach meinen Run hier so alle Kämpfe aneinander hängen. Dann gucken wir mal. So, ich spiele auf jeden Fall das gegen Scarfs Galabra. Ich spiele mit diesem Team und ich würde einfach mal akzeptieren. Ich gehe nicht groß aufs Team ein. Ich werde alle Teams, die ich benutze, in der Beschreibung verlinken in einem Pokepaste. Und wir gucken uns das Ganze hier mal an. Wir sehen Bishop. Bishop ist Worst Case. Wir sehen Bishop und Blaziken. Ach du Kacke, es ist Best of One. Ich könnte direkt verlieren, weil Bishop plus Blaziken ist echt die Hölle. Ach du Kacke. Das ist ein Team, wo ich mit Scrafty sehr viel Work machen kann. Aber ich muss halt erst das Blaziken loswerden. Ich bin Bulk up Scrafty, der kann hier sehr viel Work machen. Ist Scrafty hier mein Lead oder ist es nicht einfach Crook? Crook macht einen sehr guten Lead, finde ich. Ich liebe Crook. Crook macht einen sehr guten Lead. Der Lead nämlich gegen alles gut, außer gegen, hier, Moltres. Meineoxys Tube, okay. So, und ich sehe eigentlich nichts, was dagegen spricht, einfach auf Knockoff zu drücken. Man könnte versuchen zu pursuiten, aber der stirbt eh nicht zu einem Pursuit auf Full. Ich habe keinen Bock, dass er jetzt einfach Jocks legt und da früh mit rauskommt. Ich gehe einfach für den Knockoff. Der ist fein. Und wenn er danach in Blaziken geht, bin ich gezwungen, nochmal zu knocken, damit er sein Damage-Boosting-Item verliert, damit Deoxys auf plus 2 ein Hit lebt, weil sonst kann er for free es dienen. Und wir haben Turn 1 Light Clay. Oh, das hätte echt kritisch werden können. Okay, wir haben Turn 1, das Deoxys Defense removed mit unserem Banded Crocodile. Das ist sehr gut. Er hat halt nicht wirklich was. Das ist so das Ding in der Farbe. Du hast nicht wirklich was, was du auf den Knockoff von Banded Crook reinbringen möchtest. Generell, Banded Knockoffs sind sehr kritisch. Drawdown ist auch sehr gefährlich. Ich habe halt Scrafty. Und das war's, ne? Also ich bin da selber sehr kritisch gegen aufgestellt. Also entweder es kommt jetzt Blaziken oder Bishop. Wenn Bishop kommt, wird es sehr schwierig, glaube ich. Ich überlege, ob ich gegen Bishop hart Blaziken gehen müsste. Geht in Moltres. So, Gala Moltres ist auch ein großer Threat für mich. Sehe ich mich hier einfach bei einem Bandit Knockoff? Item erstmal loswerden. Eigentlich sehe ich mich tatsächlich bei dem Bannon Knockoff. Zack, 42%, keine Weakness Policy mehr. Sehr schön. Geht für einen Nasty Plot. Und jetzt sehe ich mich eigentlich schon dabei, einfach in meinen Scarf Rotom zu gehen. Wir machen Scarf Rotom mit Volt Switch gegen den Rotom Wash. Was mache ich denn, wenn er meinen Rotom Wash einfach killt? Ich lade hier das Game, genau. Okay, passt. Hat er nicht Agility auf dem Set? Rotom Wash. Probably. Verliere ich jetzt, wenn der Agility hat. War das ein Missplay? Rotom Wash gegen Moltres Gala, meine ich natürlich. So, der geht jetzt. Ah, Volt Switch killt. Nee, T-Bolt killt im Zweifelsfall. Ich gehe jetzt hart, Rotom. Geht für Agility. Ja, plus 2 Fiery Wrath killt mich halt. Und er ist schneller als ich. Was für mögliche Plays habe ich hier? Crook, könnte ich dich einmal wieder reinbringen? Crook stirbt zu plus 2 Hurricane. Ich glaube, ich muss im Hurricane dodgen. Ich glaube, Hurricane dodgen ist mein einziger Play. Ich gehe jetzt für meinen Scarf T-Bolt. Er sollte hier für einen Fiery Draft gehen. Genau, killt mich einfach. Ich muss hier auf den Hurricane Dodge spielen. Jetzt die Frage, gehe ich jetzt Blaziken oder gehe ich jetzt erst in Crook? Welchen Hurricane Dodge probiere ich zuerst? Scrafty lebt auch. Scrafty macht auch nichts. Scrafty macht auch nichts. Ich glaube, ich muss Crook zuerst probieren. Weil ich glaube, Blaziken ist das bessere Pokémon gegen das gegnerische Team. Und wir gehen für Stone Edge. Hat Air Slash. Flinch mich nicht. Nice, okay. Er hat nur Air Slash. Air Slash killt nicht. Holy shit. Das hätte jetzt direkt in die Hose gehen können, aber wir sind noch im Game. Wir sind noch im Game. Da sollte jetzt wahrscheinlich Bishop kommen. Wenn er Bishop geht, kann ich dann hart Scrafty gehen? Gegen Bishop?
Nee, oder ich gehe dann hart, ich muss hart Blaziken gehen gegen Bishop, genau. Genau, ich darf nicht ins Crafty gehen, weil wenn ich ins Crafty gehe, dann verliere ich meinen Latias-Check. Genau, ich gehe also hart in Blaziken. Ich darf ihm jetzt kein Free SD geben. Geht für SD. Schön, Blaziken ist drin. Wenn er Max Speed ist, ist er schneller als ich. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Wie viel nehme ich denn von einem Sucker? Blaziken, Custom Set versus Bishop. So, plus 2 Sucker lebe ich halt. Überlebe einen plus 2 Sucker Punch. Hat dann einen anderen Player an dem Punkt. Ich meine, einfach auf Knockoff drücken kann er eigentlich machen, ne? Ich glaube, mein Play ist hier legit einfach Close Combatten. Geht für Sucker. Okay, ich hätte es dienen können. Das hätte sehr viel Work machen können. Aber das Problem an der Stelle ist, gewesen. Jetzt ist das nicht mehr. Das Problem an der Stelle war halt, hätte er Knockoff gedrückt, hätte ich halt einfach verloren. Da kommt Latias. Gehen wir da Hard Scrafty? Ich meine, ich könnte protecten, aber da habe ich nichts von. Ich glaube, Hard Scrafty ist es halt. Und wenn ich den genockt bekomme, kann ich halt auf Blaziken hart in Deoxys gehen. Psychic kommt. Und ich gehe jetzt einfach für Knockoff. Weil dann ist Blaziken nicht mehr stark genug, um Deoxys Defense auf plus 2 zu killen. Dann müsste er mich critten. Also gehe ich jetzt hier für meinen Knockoff. Let's go, Scrafty. Let's go. Alter, das Game hätte schon direkt in die Hose gehen können gegen Moltres Gala. Da kommt das Tyrantrum, verliert seinen Choice Band. Heißt das, ich bulk ab auf dem? Scrafty, kannst du auf den Bulk upen? Gegen Tyrantrum. Nee, ich hab Protect nur, ne? Nevermind, kann ich nicht. Aber nehmen wir mal an, der verliert sein Band. Stärkst, was mir kann, ist Close Combat. Ich meine, ich könnte ihn Drain punchen. Ich kann halt nicht auf dem Close Combat Bulk upen. Und wenn er mit Close Combat crittet, verliere ich. Heißt, mein bester Play ist eigentlich hier Blaziken zu sacken, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, mein bester Play ist actually Blaziken sacken. Und dann mit Latias Draco Meteor einen Kill forcen. Ich glaube, da sehe ich mich am meisten. Ich sack Blaziken. Head Smash. Hätte auch missen können, wäre cool gewesen, aber trifft. So, und jetzt kann ich mit Latias einen Kill forcen. Außer Crook killt halt noch, aber das bezweifle ich jetzt einfach mal. Crook, Custom Set. Ja, mit Earthquake halt, ne? Aber das ist es hier an dem Punkt nicht. Ich gehe jetzt in Latias und drop einen Draco. Das force einen Kill. Ich bin quasi ein Latios. Muss mir den Draco hitten. Hab den Draco gemisst. Das kostet mich aber noch nicht das Game. Ich probiere es einfach nochmal. Hab ihn jetzt getroffen. So, wenn jetzt das Blaziken kommt, gehe ich direkt nochmal für Draco. Ne, dann sack ich Crook, genau. Wenn er jetzt mit Blaziken kommt, sack ich Crook. Kriegt damit einen Intimidate, dann kann er nämlich nicht auf plus 2 gehen. Und dann kann ich am Ende immer noch mit Deoxys Defense finishen. Blaziken wird jetzt scary, weil ich den Draco gemisst habe. Blaziken wird dadurch echt scary. Das gefällt mir nicht. Ah, der Draco Miss war jetzt bitter. Der war jetzt sehr bitter. Wie viel mache ich auf minus 2 gegen Blaziken? Ich bin Specs. Latias. Geht in Blaziken. Gegen Blaziken. Custom Set. Ich mache halt nicht genug. Ich muss jetzt hier Crook sacken, damit ich in Deoxys gehen kann. Geht für ein SD. Ich darf ihn halt nicht für einen zweiten SD gehen lassen. Deswegen gehe ich jetzt für Erdbeben. Wenn er hart Lati geht, ist nicht so tragisch. Ich kann Deoxys Defense reinpivoten. Er geht für einen Flare Blitz. Okay. Ist okay. Life Orb. Ja, okay, aber ist er nur auf plus 1, das heißt, Deoxys ist ein Switch-In. Hier ist Deoxys. Und ich habe Psycho Boost und das One-Hitted den.
Deswegen habe ich Psycho Boost und nicht einen anderen Psychic Move. Wenn er in Latias geht, muss ich dann, glaube ich, direkt raus teleporten, damit das nicht in die Hose geht. Also sonst bringt der Blaziken einfach nochmal rein. Ja, wobei, ist, glaube ich, nicht so schlimm wegen Recoil und... Ja, ja, passt schon, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Wenn er Latias geht, dann kann ich einfach... Ja, muss nicht unbedingt teleporten auf jeden Fall. Ich wünsche mir gerade, ich hätte irgendwie Toxic oder so. Ich glaube, wenn ein Latias geht, dann soll... Geht für einen Knockoff. Killt damit nicht. Ich muss jetzt meinen Psycho-Boost hitten, bitte. Okay, immerhin habe ich den gehittet. Das ist schön. So, Blaziken ist weg. Und jetzt kann ich hier einfach mit Deoxys raus teleporten aus dem Latias und mein Scrafty reinbringen. Puh, okay. Ha! Sogar noch überlebt. Life Orb Latias. Okay, rein mit Scrafty. Und ich lebe jeden Hit von voll. Ich gebe Knockoff. Draco 52. Easy. Ein Hoch auf Scrafty. Ja, der ist jetzt basically dead. Also da kommt er nicht mehr von zurück. Außer er crittet jetzt dreimal hintereinander. Dann kommt er davon zurück. Schauen wir mal. Hat er nicht. Er hätte auch einen Speedtail gewinnen. Nee, er hat nur einmal kritten müssen. Never mind, es wäre kritisch geworden. GG an meinen ersten Gegner. Und wir sind uns dann gleich in Game 2. Und für mich wahrscheinlich ein bisschen später. Aber wir sehen uns gleich. Und weiter geht's im zweiten Game gegen Lukas. Und ich habe ein ganz lustiges Team, auch in der Beschreibung. Hintergrund, ich erkläre das eben einmal. Crawdon ist super busted. Und Carvana, nachdem Crawdon das Team angehittet hat, hat Carvana mit Speed Boost tatsächlich ein sehr gutes Matchup, um durchzugehen. U2, mein Junge, U2. So, also, mein Lead ist eigentlich immer Crustle und wir gehen direkt für Hazards. Ja. Es ist immer Crustle. Wir gehen direkt für Hazards und wir zwiebeln rein. Nehmen wir genug Möglichkeiten, um unser Crawdon reinzubringen und einfach auf Liquidation zu drücken. Ja, Buzzwall. Wie viel Speed braucht Buzzwall, um Crawdon zu outspeeden? Ich habe hier einen Kalk offen. Crawdon, ich bin gerade ein bisschen fertig. Ich habe gerade irgendwie paar hundert Steine durch die Gegend tragen müssen, weil jemand hier einen Zaun baut und dringend Hilfe brauchte. So, wie sieht's aus? Buzzwall. Weil ich kenne Buzzwall hier eher sehr als physisch defensiv. Ah, aber so viel Speed braucht er gar nicht, um zu outspeeden. 64. Ja, das wird er wohl haben. Also Buzzwall outspeeden ist nicht. Okay. Die Frage ist, ob er Defog auf Latias spielt. Unwahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass da überhaupt Hazard Remover dabei ist, ist sehr gering. Leadet mit Crook. Ist völlig fein. Ich habe leider nichts, um Crook zu hitten, aber das juckt mich nicht. Ich gehe für Jox. Er haut mich auf die Sturdy. Das ist in Ordnung. Ich habe eine Custard Berry. Ich kann erstmal kalken. Crustle. Crustle. Custom Set. Ob Non-Banded Crook überhaupt in der Lage ist, so viel Schaden zu machen. Mit, ohne Crit. Mit Crit meine ich. Nein. Heißt, dieses Crook ist Choice Band. Richtig? Choice Band Crit. Genau, das sind Banded Crook. Okay, gut zu wissen. Dann nehmen wir noch gleich den Spike mit. Custard Berry Spike, da ist er. Zack, killt Crustle. Und was ich jetzt machen kann, ist in Latias gehen. Wie viel macht Latias auf plus 1 gegen Crawdaunt? Latias. Custom Set. Gegen Crawdaunt. So, ich bin halt kaum invested. Plus 1 Dragon Pulse killt aber. Plus 1 Dragon Pulse. Ja, wobei das Ding hier ist naughty, wenn ich ein Adamant mache. Wenn ich dem jetzt HP Investment gebe. Ja, Nacht, Spike und Rock killt das trotzdem. Ich gehe in Latias. Und ich gehe für einen Carmind. Non-Toxic P2 verliert auch im 1 gegen 1 gegen Latias. Ich bin schneller als Crook und kann den surfen. Es kommt P2. Okay. Wollen wir mal sehen, ob der Toxic hat. Der geht hier jetzt für einen Trick Room. Ich könnte ja hart Crawdaunt gehen. Und einen Crab Hammer forcen. Ich glaube, das ist es eher. Ich glaube, es ist eher der Play, in Crawdaunt zu gehen. Er geht für Trick Room, genau. Und jetzt force ich einen Crab. Stirbt Crawdon zu einem Hit von dem? Crawdon, Custom Set versus Porygon.
2. Probably. Wenn er Thunderbolt hat, sterbe ich einfach. Das wäre unschön. Ich brauche Crowdaunt. Plays im Sinn gehen, oder? Ah, wenn er an sein eigenes Crowdaunt geht, wäre richtig bitter. Ich glaube, mein Play ist legit. Einfach knocken. Er geht für Tri-Attack, die lebe ich aber. 62%. Hier kommt ein Knock-Off. P2 ist basically dead. Brauche ich das Crowdaunt noch? Nicht wirklich. Ich muss nur noch Buzzwall loswerden und gehe mit Kavana durch. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Aqua Jet von Crowdaunt, wenn ich ehrlich bin. Der könnte ein bisschen scary sein. Ich muss auf jeden Fall Latias behalten. Gehe ich hier in Incin? Ich glaube, actually, ich gehe hier in Incin. Ich gehe in Incin. Wenn er das Teleport drückt, ist fein. Wenn er recovern will, ist in Ordnung. Geht für Tri-Attack. Okay. Und jetzt U-Turn ich hier raus. Oder will ich Parting Shotten und Blaziken SD'en? Nee, habe ich nichts von. Ich U-Turn hier raus. Bin langsamer als P2, das ist schön. Oder halt versucht zu teleporten. Dann gehen wir jetzt in Blaziken. Hoffen, dass das nicht ein SD Crawdaunt ist. Oder gehen wir in unser eigenes Crawdaunt? Ne, wir gehen Blaziken. Hoffen, dass das kein SD Crawdaunt ist. Und protecten erstmal. Aber ich gehe mal von Bandit aus, auch einem Trick Room Team. So, jetzt protecten wir erstmal hier. Wir sehen hier eine Liquidation. Und das heißt, ich bin jetzt schneller. Ist Close Combat der Play? Oder ist es SD ist es das eh nicht. Wenn das Cobra Lati ist, ist es eh nicht der Play. Ich sollte hier Close Combatten. Ja. Ich sollte hier Close Combatten. Oh, damn. Ist das Life Orb? Das ist Life Orb Crawdon. Wieso macht Life Orb Crawdon gegen Kavana? Das ist jetzt bitter. Das könnte Game sein. Crawdon. Weil ich mit meinem Latias... Mein Latias ist super gut, aber ich gewinne halt nicht gegen andere Latias. Außer ich bin auf plus 1 schon. Dann kann ich gegen andere Latias gewinnen. So, Crawdon. So, und dann machen wir jetzt mal ein Sword Stance Set raus. Aqua Jet killt nicht. Okay. Wie viel macht Latias gegen das Crowdon jetzt? Auf plus minus 0. Latias, Custom Set gegen Crowdon. Ja, mit HP Investment mache ich halt nicht genug. Ich will Kavana eigentlich nicht sacken. Oder ich gehe in mein eigenes Crowdon. Wie viel nimmt mein eigenes Crowdon von einem Crowdon? 30. Dann gehe ich in mein eigenes Crawdaunt. Gehe für einen Crabhammer. Ja, wenn er drin bleibt und er sollte irgendwie einen Speed-Tie gewinnen, dann nimmt er immer noch Life-Op-Damage und das reicht, damit Lati ihn killen kann. Und dann kommen wir dem Lati-Win näher. Blaziken zu verlieren ist bitter. Der war echt gut in dem Matchup. Geht in Deoxys-Defense. Okay, jetzt würde ich gerne meinen Crabhammer hitten. Tue ich auch. Sehr nice. Sehr, sehr, sehr nice. Und jetzt gehe ich hart raus in Kavana. Geht für einen Jog, das ist bitter. Aber ich habe jetzt Kavana draußen. Wenn er gleich in Buzzwall geht, kann ich Destiny bonden. Geht für einen Crunch. Kavana hat einen Kill, Leute. Kavana hat einen Kill. Und ist wahrscheinlich im Range von Crawdaunt. Er geht in Buzzwall. Let's fucking go. Wir gehen für Destiny Bond. Ich will das Buzzwall mitnehmen. Let's go, Kavana. Nice. Wir haben das Buzzwall mitgenommen. Kavana hat 2 Kills, Leute. Einer von das Buzzwall. So, das ist sehr gut für Latias, weil mein Latias hat keinen Psychic Move gehabt. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in Latias. Wie viel macht Latias gegen Crook? Latias. Custom Set gegen Crookedile. Wir wissen, dass es
Choice Band ist. Choice Band. 58 mit Surf, wenn ich plus 1 gegen den gehe. Ja, das lohnt sich aber alles nicht. Ich glaube, ich muss hier in Crawdaunt gehen. Ja, ich muss hier in Crawdaunt gehen. Geht selber in Crawdaunt. Okay, dann drücken wir auf Knock-Off. Gehen für den Speed-Tie oder dafür, dass ich schneller bin, weil er ein Trick-Room-Team ist. Ah, damn, ich hätte auch für Aquajet gehen sollen. Weiß auch nicht, was da gerade los war. Jetzt muss ich immer in Lati gehen und Dragon pulsen. Lati kann das noch gewinnen. Dragon Pulse, kill das Crawdaunt. Okay, Crawdaunt ist dead. Wenn jetzt Krug reinkommt. Ich glaube, dann muss ich actually für ein Carmine gehen. Damit ich eine Chance habe gegen das Latias, oder? Impuls. Wie viel mache ich mit einem plus 1? Schukedile. Na, wobei. Nee. Ich glaube, mit Carmine laufe ich actually. Ich muss aber gerade den Kalk mal machen. Wie viel macht man plus 1 Dragon Pulse? 61. Dann ist der auf 21. Nee, das ist zu wenig. Ja, trotzdem fürs Carmine, glaube ich. Ich gehe für das Carmine. Ich bin schneller. Wenn jetzt ein Knock kommt, ich glaube, ich kann das tatsächlich gewinnen. Carmine kommt. Kommt der Knock. Ich habe meine Kurbel. Nehme 61% und jetzt gehe ich für den Surf. Wenn er jetzt auswechselt auf Latias, auf den Surf, wäre großes RIP. Tut er aber nicht. Krug ist dead. Okay. Und gegen Latias, ich habe immer noch einen Instant. Ich gehe jetzt für Dragon Pulse. Er geht auch für Dragon Pulse, killt mich. Er hat Leftovers. Ich gehe in Instant. Das sieht sehr gut für mich aus. Ich gehe für Knockoff. 22%. 82. Der ist ein bisschen bulky, oder? Ich habe, glaube ich, auf Instant genug Attack eigentlich, um... Wait. Knock. Kann der das gegen recovern? 50%. Ach du Scheiße. Ja, irgendwann gewinne ich. Ich habe aber, glaube ich, genug... Ja, ich habe mehr Knocks, als er Covers hat. Ich hätte das 1v1 gewonnen. GG. Puh, okay. Das war ein knappes Game. Aber wir haben was mit Carvana gewonnen. Das ist schon mal einiges wert. Wir sind im nächsten Game. Und weiter geht's. Wir spielen gegen Nono oder auch ODQ. Man kennt ihn vielleicht aus den Kommentaren. Und ich habe ein anderes Team ausgewählt mit einem Nasty, mit einem Sub-Nasty Plot Jinx. Ich gehe mal eben über die Monster rüber und seht ihr, was ihr habt. Ihr physisch-defensives Rotom Wash, Standard Crook, Specs Lati und Medicham mit Double Edge. Und der hat Recover nur, weil ich keinen Bullet Punch mit dem Set spielen darf. Weil das nicht legit ist. Das ist nicht legal. Aber mit. Die Double Edge ist ganz geil, weil die macht immer noch so 30-40 gegen Deoxys. Und das heißt, mit Rocks und sowas kann man Deoxys eigentlich ganz schön easy platt zwiebeln. Ich sehe gerade, dass Medicham hier sehr krassen Damage macht mit halt Jump Kick. Ich weiß aber, Odie hat dasselbe Team jetzt schon zweimal benutzt. Dieses Tarantrum hat eine Choppleberry. Das weiß ich. Leade ich einfach mit Krug dagegen? Leade ich mit Jinx? Weil Jinx kann ihn ja auch einfach tot Ice Beam. Der geht dann halt hart ins Scizor. Und das ist schwierig für mich. Deswegen sehe ich mich eigentlich beim Krug-Lead. Er leadet einfach hart Scizor. Okay, das ist natürlich ein Play, den man machen kann. Weil Scizor so ein Problem ist, denke ich legit drüber nach, einfach auf Erdbeben zu drücken. Aber das wäre sehr kritisch, wenn er an Gallimotrix U-turnt. Von daher sollte ich hier, glaube ich, einfach in meinen Rotom gehen. Ich darf hier nicht einfach Earthquake, weil dann geht er in Gallimotrix und dann endet mein Leben. Und das wäre nicht so cool. Weil dann müsste ich hart auswechseln, ich könnte ihn gar nicht punishen, ich könnte ihn gar nicht chippen und der kriegt einfach Setup for free und das wäre echt bitter. Das wäre echt bitter. Mein Rosana hat keinen Psychic, das hat nur Ice Beam und Focus Blast, aber das sieht hier eigentlich ganz solide aus für das Team. Einziges Mon, das ich damit nicht gut treffe, ist Scizor, glaube ich. Also, ne, das Blaziken auch nicht, aber Blaziken ist irgendwann low genug. Ist ja, der ist gar nicht mega. Hä? Der
ist doch mega. Bin ich gerade lost? Der ist doch mega. Der hatte doch nicht die ganze Zeit keinen Mega-Scissor. So, da ist Tyrantrum. Hallo Tyrantrum. Leider wirst du jetzt hier Rocks legen können und ich kann da nichts gegen tun. Deswegen nutze ich jetzt hier meine Gelegenheit und Volt switche erstmal. Da sind die Tarnsteinchen. Und ich hole mir jetzt meine eigenen mit Deoxys. Was für ein Item hatte ich auf Jinx? Leftovers, ne? Ja. Gib mir meine eigenen Rocks. Dann haben wir die. Und wenn du jetzt hart in Moltres gehen solltest, teleport dich raus. Dann musst du halt, dann kriegst du halt Damage auf Deoxys. Dann ist das so. Ich muss dann halt mal Medicham reinbekommen irgendwie. Und das ist der Way, das zu tun. Da kommt Moltres Gala. Hallo. So, wobei der Hard Switch auf Crook natürlich auch. Ach, ich glaube, der ist besser, ne? Wir machen den Hard Switch auf Crook. Dann können wir nämlich eine Stone Edge droppen. Bandit Stone Edge. Und wir haben eine Prio, um den zu finishen, sollte er das irgendwie überleben. Hard Crook ist es hier. Hard Crook. Das ist der Play. Das Einzige, was passieren kann, ist irgendwie lustige Air-Slash-Flinches, glaube ich. Na, ich bin schneller. Kann auch nicht passieren. Außer er drückt jetzt Agility. Geht für Fiery Draft. Das macht auch sehr guten Schaden. Und ich drop jetzt hier meine Bandit Stone Edge in seinem Gesicht. Das Einzige, was da reinkommen möchte, ist Scissor, maybe Rotom Wash. Ich würde hier sehr gerne knocken. Weil der bleibt hier niemals drin. Wenn er drin bleibt, nimmt er trotzdem 50%. Und ich kann mit Medichamps Fake-Out eh finishen. Ich gehe für Knock-Off. Der wechselt hier aus. Der hat Angst vor Stone Edge. Der wechselt hier aus. Ich sehe mich hier sehr bei Knock-Off. Weil Mons, die reinkommen können, sind Rotom Wash, Scissor, was ja offenbar kein Mega ist. Wenn er doch Mega ist, dann weiß ich nicht, warum er nicht Mega gegangen ist. Es kommt Rotom Wash, genau. Und da ist Knock-Off halt einfach der bessere Move. Zack, 72%, Assault Vest ist weg. Assault Vest, Rotom Wash, interesting. Wir gehen für noch einen Knock-Off. Zack, Rotom Wash dead. So. Der nächste bitte. Könnt ihr jetzt natürlich wieder zurück in Moltres gehen. Wenn er das tut, gehe ich halt natürlich direkt wieder für einen Knock-Off. Das ist dann der Play. Rotom ist weg. Könnte jetzt natürlich auch in Blaziken gehen. Oder in Scizor. Das Schöne ist halt, wenn ich Moltres jetzt knocke, dann kann ich ihn mit Medicham fake outen. Und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Ich muss ein bisschen aufpassen auf das Blaziken. Aber solange ich mein... Blaziken könnte jetzt reinkommen und für ein SD gehen, ne? Geht ins Scissor. Okay. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann zack ich jetzt Jinx. Jinx Ice Beam macht halt schon sehr viel Druck, ne? Hier einfach wieder ein Rotom. Du turnt raus. 28,1%. Der ist immer noch nicht mega gegangen. Das heißt, der wird nicht mega sein. Der hat sich nicht einfach verklickt. Rotom Waschmaschine. Da kommt Tyrantrum. Gegen ein Scizor. Bandit Scizor oder so. U-Turn. Oh, lol. Das ist ja actually Bandit Scizor. Warum macht ein Bandit Scizor so wenig mit U-Turn? In DPP sogar noch. Probieren wir das nochmal. Ah ja, und DPP ergibt das Sinn. Rotom Wash. Hier ergibt das schon viel weniger Sinn, genau. Scizor. Choice Band, ja, der ist definitiv nicht Bandit. Hat er Leftovers gezeigt? Nicht dumm. Nee, oder? Nee, er hatte gar nicht die Möglichkeit, Leftovers zu zeigen. Der ist auf jeden Fall nicht Max Attack. Ich habe keine Ahnung, was der genau ist. Da kommt auf jeden Fall das Tyrantrum. Und ich würde den sehr gern Hydro pumpen. Mist den Head Smash. Na, Rotom, wie sieht's aus? Ich treffe den Hydro Pump und Tyrantrum ist dead. Okay, wir haben noch Rotom, aber da ist kein Tyrantrum mehr. Das ist sehr gut. Das appreciate ich sehr. Head Smash Mist ist natürlich sehr bitter für unseren Gegner hier, aber ich war bereit, Rotom zu sacken. Ich war bereit, Rotom zu sacken und ich bin mir nicht mehr sicher, hätte das überhaupt gekillt, so ohne Damage Boosting Item gegen Fistef. 52% Min. Das hätte gekillt, ja. Da kommt Latias und mein Play ist hier immer Volt Switchen. Alter, was mache ich, wenn der jetzt zappt?
weinen primär, ne? Primär weine ich dann. Aber der hat wahrscheinlich keinen Hit, um... Na, der hat wahrscheinlich einen Hit, um Jinx zu treffen. In was muss ich dann gehen? Muss ich dann Medicham gehen und Fake-outen? Und quasi mit Medicham stacken? Warum ist mein Latias-Matchup so scheiße? Was habe ich hier angestellt? Was habe ich hier angestellt? Warum ist mein Latias-Matchup so scheiße? Der subbt hier immer. Gar keinen Grund, nicht zu subben. Oh, er subbt nicht. Er subbt nicht. Er geht für Dragon Pulse. Warum geht er für Dragon Pulse? Er hat Dragon Pulse, das heißt er wahrscheinlich kein Draco Meteor. Medicham. Mega. Gegen Latias. Habe ich Bock, den jetzt einfach mal einem ins Gesicht zu zwiebeln? Latias. So, ohne Specs. Und der hat nur Dragon Pulse. Ich könnte ihm eine fette Double Edge in sein Gesicht zwiebeln. Da sehe ich mich eigentlich. Da sehe ich mich eigentlich sehr. Ich gehe einfach in meinen Mega Medicham. Geh Mega. Bin Mega gegangen. Oder sorry, ich muss ja mal mein Stylish ausmachen, weil irgendwie ist es hier kaputt. Das funktioniert super, wenn man im Anything Goes ist, aber aus irgendeinem Grund im OU hier nicht. Deswegen mache ich einmal Stylish aus. Mega ist aktiviert. Sehr schön. Stylish wieder an. Und dann gehen wir für die Double Edge. Ich muss mal eben den Rotom Damage kalken. Um zu gucken, ob der nicht irgendwie doch Max HP ist. Aber das sieht mir eigentlich nicht nach Max HP aus mit 12%. Der ist niemals Max HP. Niemals. Heißt, Double Edge ist es. Geht nochmal für Dragon Pulse, ist fein. Wir killen das Lati mit einer Double Edge. Blaziken, wenn das jetzt reinkommt, wird es sehr kritisch. Ich darf dann nicht, ich darf den dann kein Setup geben. Ich muss den angreifen. Wenn er mit Blaziken reinkommt. Ich sollte überlegen, ob ich Medicham nicht sogar healthy behalten möchte. Ich kann den ja mal hochhealing wischen im Zweifelsfall. Da kommt Scizor. Ja. Dann zack ich jetzt Rotom. Ja, ich gehe in Rotom. Ich gehe in Rotom. Ja, ja. Dann kann ich in Latias gehen und auf Mystical Fire drücken. Jetzt geht er doch mega, weil er vergessen hat, dass er mega war die ganze Zeit. Pass auf. Bugbite. Ist das Scarf? Damn, wenn der Scarf... Ach du Scheiße. Crocodile. Gegen... Scizor. Custom Set. Nee, haben wir irgendwie ein Choice Scarf Set? Aber Offensive Sword Stance. Jolly. Mit Bugbite. Deoxys Defense. Deoxys Defense nimmt halt einen Hit, aber es hilft mir auch nicht. Latias. Und auch kein... Ich glaube, ich habe gerade verloren. Aber ich habe gerade gegen Scarf-Scizor verloren. Ich gehe jetzt auf Crook. Und ich muss darauf spielen, dass er nicht Scarf ist. Gehe jetzt für einen Knockoff. Habe ich gerade gegen Scarf-Scizor verloren? Er kalt gerade, ob er mich killt.
Und dann würde er feststellen, er killt mich. Habe ich einen Way, das zu winnen? Ja, habe ich. Habe ich. Minus 2. Bugbite. Gegen Crocodile. Minus 2 ist auch noch zu stark. Warte, ich habe Live-Op drauf. Ja. Ich gehe jetzt in Jinx. Und dann gehe ich in Crook zurück und dann Pursuit-Trap ich den. Ich gehe jetzt in Jinx. Drinbleiben ist es nicht. Ich gehe jetzt in Jinx. Wenn er drin geblieben ist, ist er Scarf. Er ist Scarf, geht für Bugbite. Okay. Sehr schön. Back to Crook. So. Er sollte jetzt gekalkt haben. Minus 2. Er killt mich nicht. Und deswegen gehe ich jetzt für einen Pursuit. Und dann verliere ich gegen Lavados. Hab keinen anderen Play. Ich gehe für Pursuit. Okay. Da ist Lavados. Und ich gehe jetzt hart auf Latias. Denn ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich einen Hit von Moltres lebe. Moltres. Gala. Oh, you showed on usage. Ja, meinetwegen. Gegen Latias. Ich lebe einen Fiery Wrath. Heißt, damit er mich killt, müsste er jetzt auf plus 2 gehen und ich bin noch schneller. Deswegen gehe ich jetzt in Latias. Latias Draco killt halt nicht. Heißt, ich müsste Healing wishen. Auf Medicham, Fake outen. Crookshack. Play ist oder so in Latias gehen. Das ist oder so der Play. Das ist. Wobei ich hab ja noch einen Fake out mit Medicham, ne? Heißt, Draco ist definitiv mein Play. Ich darf jetzt nicht geflincht werden. Er sollte mich nicht killen. Ich lebe einen Modest Fiery Wrath. Und weil ich halt Deoxys noch habe, sollte ich auch nicht direkt gegen Blaziken verlieren. Weil Blaziken gegen Medicham nicht für SD gehen kann. Komm, nicht flinchen! Yes! Okay. Medicham, weh, du bist zu schwach, um den zu hitten. Dann raste ich hier aus. Bitte hab jetzt keinen Roost. Fake Out macht 27. Bitte hab jetzt keinen Roost, Mann. Mach jetzt nicht diesen. Du hast Leftovers. Ich hab Angst, dass du Roost hast. Hat er nicht. Kein Roost. Ich mach 27,4 Min mit Mega Medicham. Und ich komme noch einmal auf diese Rocks rein. So. Fake Out. Scizor ist dead zu Rocks. Alter, das mit dem Scizor. Das ist richtig. Ich hätte einfach verloren, basically, an dem Punkt. Gegen Scarf Scizor. Aber ich hab's zum Glück. Ich hätte einfach einen Feiertag über Jinx haben sollen. Ja, mehr Jinx, ja. Ice Beam. Ich meine, Jinx sieht offensiv auch sehr sick aus gegen das Team. Ne? Aber hat nicht so gut funktioniert. So, jetzt geht er in Blaziken. Und muss basically für ein SD gehen, weil er sonst mein Deoxys nicht killt. Und deswegen gehe ich jetzt für eine Double Edge. Ja, Double Edge macht genug. Ich gehe für Double Edge. Vacuum. Stimmt, der ist speziell. Der ist speziell, ist Blaziken. Weil der ist verrückt. Okay. Dann gehe ich jetzt in Deoxys. Gehe ich in Crook. Ich gehe in Deoxys. Deoxys. Defense. Custom Set. Gegen. Wie heißt du? Blaziken. Jetzt muss ich mal eben offensives Blaziken vor mir haben. So, ich sage mal, der ist irgendwie naiv. Der hat U-Turn. Und Fire Blast. Killt niemals in Kombination. Heißt, Psycho Boost ist es. Selbst wenn er aus irgendeinem Grund Max Special Attack und Max Attack sein sollte, kann Fire Blast mich noch nicht killen. Außer er crittet mich natürlich, das wäre dann bitter.
muss diesen Psycho Boost hitten. Er hat nur Flamethrower. Und es ist over, das heißt, ich habe gewonnen. GG. Ach du Scheiße. Knappstes Game meines Lebens. Scarf Scissor nimmt ja alles hops. Holy. Okay, GG. Das war eine sehr knappe Sache. Wir sehen uns dann beim nächsten Game. Bis gleich. Und weiter geht's im Halbfinale, meines Wissens nach. Vielleicht bin ich auch lost, aber ich glaube, es ist das Halbfinale. So, wir spielen gegen Lelouch, manche nennen auch Lelouch Showdown. Und ich sehe halt PZ sehr strong. Manche würden behaupten, ich habe nur ein PZ-Team, weil ich gesehen habe, dass er ständig dasselbe Team gespielt hat. Und ich dann gedacht, yo, ich drücke Tri-Attack auf dem Gesicht. Aber das wäre eine fiese Unterstellung. Das wäre eine sehr fiese Unterstellung, die ich so nicht unterschreiben würde. Talonflame ist auch sehr geil gegen das Tier. Vielleicht habe ich Talonflame deswegen mitgenommen. Manche würden das behaupten. Ich fände das ziemlich gemein, wenn jemand das behaupten würde. Rotom ist ein bisschen problematisch, aber wir haben einen Latias, also geht das schon. Ist PZ einfach der Lead? Ich meine, ich würde gerne Crook leaden. Crook sieht auch gut aus. Aber ist PZ nicht einfach der Lead? Ich habe den auch extra Timid gemacht, damit der schneller ist als Element Cham. Im Mega-Scissor, das ist auch ganz cool. Ich glaube, ich sehe mich im Crook-Lead sehr. Ich glaube, ich sehe mich sehr beim Crook-Lead. Ja, wobei, ist Crook der Lead? Ja, Crook ist der Lead. Crook ist der Lead. Das Scissor hat einen eigenen Spread. Das ist mein persönlicher Spread, den kann mir keiner wegnehmen. Lege ich hier einfach Rocks? Der ist intimidated. Ich lege einfach Rocks. Ich weiß, dass das kein Mega-Scissor ist. Mein Mega-Scissor hat einen eigenen Spread. In der Mega outspeedet das Adamant Crawdaunt und ist ansonsten ziemlich speziell defensiv für Latis. Ist ein ganz cooles Scissor. Ich glaube, ich lege den Rock. Okay. Ist das Bandit Scissor? Kann ich das daran erkalken? Ich habe gar keinen Kalk offen. Das ist immer gut. Hey, Teambuilder. Oh, jetzt sieht man alle meine Teams. Schrecklich. Das hier ist es. So. Damage Kalk. Das machen wir auch mal weg hier. So. Damage Kalk, wie sieht es aus? Ist das ein Bandit-Sys? Da kommt Medicham, okay. Crocodile, Custom Set. Gegen Scizor. Machen wir mal Choice Band und geben dem Intimidate. 92%. Wahrscheinlich Bandit Scizor. Okay. So, wie sieht es aus mit Mega Medi gegen Scizor? Gegen mein Scizor. Ansonsten stacke ich hier jetzt einfach das Crook, dann ist das in Ordnung. Hat Rocks gelegt und dann passt das. Scizor. Custom Set. Das ist das falsche Scizor. Scizor Mega. Custom Set, aber noch in der Non-Mega-Form gegen Medicham. All out. Ja, ne, das macht so 1 Million ungefähr. Mega Scissor wird das leben, aber nee, okay. Gut, dann gehen wir auf den Earthquake und gucken mal. Geht für Rock Slide. Okay, wir wissen auf jeden Fall, dass Jolly Mega Medi. Jolly Mega Medi heißt, der ist leider schneller als PZ. Ich gehe jetzt hier in meinen Talonflame und double in PZ. Weil Talonflame ist halt schneller als Medicham. Man muss Angst haben, dass ich ihn einfach kille. Und er hat einen Switch in den Rotom Heat und deswegen gehe ich jetzt einfach in PZ. Genau. Und wenn er nicht gescarft ist, bin ich schneller und ich drücke jetzt eine verdammte Specs Adaptability Tri-Attack und guck irgendwas beim Sterben zu. Ich habe einen Jock, das sollte mir auch sehr gut gegen sein P2 helfen. Und da es ein offensives Scissor ist, kein Mega-Scissor, wahrscheinlich Bandit-Scissor, machen wir auch dem sehr viel. Also gucken wir mal. Wenn er Rotom sacken möchte, er heißt, kann nicht Scarf Rotom sein übrigens, er ist Boots. Wenn er Rotom hier sacken möchte, ist das fein, weil dann nimmt man Talonflame sehr geil. Ist halt ein bisschen schade um Crook gerade. Aber das wird schon. Porygon Z. Custom Set. So. Wie sieht's aus mit Rotom? Oh, er geht in P2. Gucken wir mal, was das für ein P2 ist. Okay. Porygon 2. Ist das Specially Defensive? Könnte. Es könnte sehr gut. Okay, dann gehen wir jetzt auf Crawdaunt.
Ja, wir gehen auf Crawdont. Recovered, ist in Ordnung. Und weil der halt einen Buzzroll hat, möchte ich eigentlich Crab hämmern. Ich bin Jolly. Also Buzzroll, dass es wirklich schneller ist als ich, ist unwahrscheinlich. Aber das müsste ganz schön viel Speed Investment sein. Buzzroll. Physical Wall. Ah, der Crab Hammer, der ist es halt auch irgendwie nicht, ne? Mit Rocks selbst nicht. Aber ich habe einen Scissor, das ich reinbringen kann. Und einen Talonflame. Also gehe ich trotzdem für den Crab Hammer, glaube ich, oder? Ah, ich will, glaube ich, erstmal. Ich will erstmal knocken, damit der Rocky Helmet weg ist. Ich glaube, das ist mir wichtiger. Zack, jetzt mache ich mir selber damit 100.000 Schaden. Rocky Helmet und Life Orb. Aber ich kann jetzt hier in Talonflame gehen. Ich hätte sehr gerne U-Turn auf meinem Talonflame gerade. Das wäre schon cool. Da ist Rotom Heat wieder. Hallo. Dann muss ich jetzt auf Latias gehen. Wir wissen, der ist Boots. Hat er Defog? Geht auf jeden Fall für einen Volt-Switch. Auf was will er hier gehen, ist die Frage. Scissor? Er weiß ja, er kennt ja mein Lati-Set noch gar nicht. Er kann nicht in Scissor gehen. Er kennt ja mein Lati-Set noch gar nicht. Crawdont wäre... Ha, Scissor wäre aber bitter, wenn er Pursuit hat, weil ich brauche das Lati noch, weil es das einzige Mon ist, dass ich habe das Aqua-Jet von Crawdont gut nimmt. Da kommt schon Crawdont. Wait a second. Dragon Pulse ich den nicht? Schon, oder? Dafür habe ich ja das Lati auf dem gegen das Team. Ich Dragon Pulse den. Knockoff, nehme ich. Ich habe eine Cobra. Nehme ich nicht. Never mind. Bandit, Crawdont, einfach too strong. Okay. Das ist so Bandit. Ihr glaubt gar nicht, wie Bandit das ist. Dann sollte Talonflame das aber killen, oder? Jetzt Talonflame... Das ist jetzt sehr problematisch, weil Aqua Jet ist ein Riesenfett. Talonflame versus Crawdont. Ja, der stirbt zu Brave Bird. Aber ich kann das deswegen nicht drücken, weil er hat das Rotom noch. Na, wobei, ich kann auf Rotom einfach juicen, weil ich nehme... Genau, ich kann auf Rotom dann juicen, während es raus Volt switcht. Zack, und jetzt juice ich auf dem Volt Switch. Nehmen dadurch weniger Schaden durch eben diesen. Zack. Und jetzt kommt er mit seinem Crawdont und wird wahrscheinlich für ein Aqua Jet gehen. Ja. Worauf ich Scissor reinbringe. Bug ist nicht jetzt einfach Crab Hammer zu drücken. Tut er nicht. Sehr schön. 41%. Das zwiebelt richtig. Und jetzt muss ich wieder einmal stylisch ausmachen, weil es aus irgendeinem Grund halt... Ich weiß nicht, was da los ist. So, Mega-Entwicklung hätten wir gerne. Und stylisch wieder an. So, wir wollen Megan und wir wollen gerne U-Turn. Bin schneller als Crawdont. Also nach der Mega, ne? Da kommt Buzzroll. Buzzroll hat aber keine Boots mehr. Zack. U-Turn wir drauf. Gehen in Talonflame und drücken Brave Bird. Oder gehen wir in Ne, wir gehen schon Talonflame. Talonflame ist es. Gehen auf Talonflame, drücken Brave Bird. Killt Buzzroll. Rotom kann da auch nicht ewig drauf reinkommen, weil wir juicen halt einfach auf seinem Gesicht. Rotom Heat. Ist in Ordnung. Ich juice einfach auf deinem Gesicht. Versuch gerne nochmal zu Volt switchen. Talonflame freut sich darüber. Könnte jetzt hier defoggen, das wäre nicht so cool. Könnte ich taunten, aber finde ich zu gruselig tatsächlich. Volt switch aber einfach. Siehst du, deswegen war es taunt einfach nicht. Da kommt Crawdont wieder. So, letztes Mal, dass Crawdont reinkommt. Und deswegen bringe ich jetzt einfach mein eigenes Crawdont rein. Aqua Jet. Absolut in Ordnung. Ich Aqua Jette einfach zurück. Huch, was war das denn? Ihr habt den Sound nicht gehört, hoffentlich. Und wenn doch, dann tut mir das leid. So. Ich hoffe mal, ich bin schneller als du, denn ich gehe jetzt für den Crab Hammer. Ich bin schneller. Buzzroll auch weg. Schön. Mein Crawdont macht hier auch einen guten Job gerade. Gefällt mir sehr gut. Wir kommen dem Sieg mit Talonflame näher. Wir kommen dem deutlich näher. Crawdont ist einfach so ein gutes Mon in Monorot. Talonflame ist aber auch super geil. Der covert halt auch so viel, ne? Und ich habe halt Taunt, um ein paar Sachen zu verhindern mit dem, ne? Setup zum Beispiel. In dem Game hätte ich mir jetzt eher U-Turn gewünscht, tatsächlich. Oder ein Salt Stance für P2. Aber ich glaube, wenn wir das Rotom loswerden, kann ich auch mit Mega Scissor gewinnen.
Vorausgesetzt, das Enemy Medicham ist chipped genug. Da kommt Medicham. Ja, let's go, nicht Aqua Jettig. Fake up. Oh, ja, das ist jetzt doof. Das ist jetzt natürlich doof. Okay, dann gehen wir wieder in Talonflame. Ich muss ja irgendwie und gehen für den Brave Bird. Ich will hier keine lustigen Doubles pullen. Ich will dieses Medicham loswerden. Und ich brauche Talonflame lebend gegen Rotom Heat. Gegen Rotom Heat. Also auch tatsächlich wegen Rotom Heat, wegen der Overheat. Aber ne, nicht so, wie sich das gerade angehört hat. Ich rooste einfach wieder auf dem Rotom. Hat der Pain Split? Ja, wahrscheinlich, ne? Was soll er sonst haben? Der wird sehr wahrscheinlich Pain Split haben. Nasty Plot. Oh! Nasty Plot, Rotom. Ja, scheiße, dann muss ich tatsächlich Scissors sacken, obwohl ich das nicht möchte. Ja, Dreck. Verliere ich gerade? Habe ich gerade verloren? Ich glaube, ich habe gerade verloren. Ja, scheiße. Ich hätte hart PC gehen müssen. Das war ein Fehler. Ich hätte hart PC gehen müssen. Jetzt habe ich Scissor nicht mehr und ohne Scissor verliere ich. Dreck. Ja, das ist over. Das ist einfach over. Weil ich kann so nichts auf Medicham reinbringen. Also außer er sackt jetzt sein Rotom und ich kann irgendwie mit Talonflame alles besiegen. Aber, da kommt P2. Joa, Freeze wäre jetzt angenehm. Burn. Burn ist auch fein, weil Burn heißt, ich darf den halt so nicht killen. Ich darf den halt jetzt so nicht killen. Wie viel nimmt Talonflame von Porygon 2? So, wir geben dem Tri-Attack, weil das ist so der Attacking-Move, den er für gewöhnlich fährt. Tri-Attack, 40%. Heißt, Talonflame kann ich hier reinbringen. Teleportet raus. Okay, wenn jetzt Rotom kommt, dann gehe ich halt hart in PC. Kommt Rotom. Ich gehe hart in PC. Volt Switch. Ah, bitte. Jetzt habe ich verloren. Jetzt habe ich verloren. Außer ich kriege halt irgendwie alles mit Talonflame gewallt, aber ich glaube nicht, dass ich das hinbekomme. Zenithbat. Das war's. Ich gehe in Talonflame. Ich meine, Talonflame hat gute Chancen, ne? Versteht mich nicht falsch. Wenn ihr einen Mon das schafft, dann Talonflame. Aber dieses Rotom Heat tut halt wahrscheinlich einfach zu sehr weh, ne? Rotom Heat. Nasty Plot. Wie viel würde ich denn von einem Thunderbolt nehmen? Thunderbolt. 90. Mein Brave Bird macht nicht genug. Nee, warte. Der hat Volt Switch gezeigt, ne? Der Volt Switch hat rein. Nee, das ist gegen PC. Ja, ich muss hier so oder so Brave Burden. Ich habe keinen anderen Play, aber. Ah, damn. Damn. Ich glaube nicht, dass ich hier gewinnen kann. Jo, der ist Max HP. Ich mach den nicht. Oh, warte, was? Der hat gar keinen T-Bolt. Hätte ich also doch juicen sollen. Da kommt Scissor. Ich glaube nicht, dass ich den Bullet Punch überlebe, aber ich kann es ja probieren. Nee. GG. Das habe ich verloren. Ich bin raus. Ah. Wo war der Missplay? Ja, ich hätte halt auf dem Nasty. Ich habe nicht mit Nasty Plot Rotom gerechnet. Ich hätte da auswechseln sollen. Aber ich habe halt Volt Switch gesehen und habe halt Nasty Plot irgendwie ausgeschlossen. Ja, da hätte ich in dem Turn auswechseln müssen. Ich hätte meinen Crawdaunt nicht einfach hergeben dürfen zum Fake-Out. Da habe ich auch nicht dran gedacht. Das war auch ein Fehler. Das waren so die Main-Dinger. Weil dadurch musste ich jetzt am Ende Scissor sacken und mit Mega-Scissor hätte ich das noch gewinnen können. Mit einem SD. Naja, GG. Ich mache das Replay rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich mache noch ein Video zum Finale auf jeden Fall. Auf jeden Fall werde ich ein Video zum Finale machen. Man sieht sich da. Ciao.